Jeder, der das Boxautomaten-Video von uns noch nicht gesehen hat, der weiß, wie hart Sinan schlagen kann. Ne? Ist immer dieselbe Stelle am Monachrono, oder? Warst du ein Puff, oder was? Wir sagen, dass du nicht in ihrer Liga spielst, wenn du hinfällst und niemand dir die Hand reicht, wenn du den allergrößten Feind in deinem Spiegel siehst, ist deine Zeit gekommen, das hier ist deine Chance. Hallo Leute, willkommen bei Michael Smolik, eine neue Folge, ein Premiere mit Sinan G hier, richtig oder faul spielen. Willkommen Freunde, wir haben jetzt eine richtig geile Waschmaschine für euch, die könnt ihr jetzt diese Woche noch bestellen, für den halben Preis. Small Fig wird die vorbeibringen. Er wird euch auch ein. Das kann ich sowieso nicht reinschneiden. Alles wieder raus. Warum? Nein. Piept das doch. Raus. Hinter der Kamera ist einmal der Markus, der filmt und Maestro. Ich bin heute der Big halt. Leute, ich muss das alles rauspiepen. Das geht bei mir nicht. Mein Kanal ist werbefreundlich, bitte. Okay. Maestro stellt die erste Frage. Wir kommen zu der ersten Frage. Der DFB. Das ist noch ein WhatsApp. Warte, jetzt gut. Sinan. Wir kommen zu der ersten Frage. Der DFB. Der DFB wurde in einer Kneipe in Leipzig gegründet. Mit Harald. Ja, und Wolfgang. In welchem Jahr? Wie lange gibt es den DFB schon? Weißt du das? Du weißt es bestimmt. Keine Ahnung. Russ, wann wurde der DFB gegründet? Keine Ahnung, Alter, sag einfach eine Zahl. Okay, 3, 2, 1. Warte, okay, hast du schon deine Antwort? Ja, ich hab... Warte. 3, 2, 1. Stopp, Sinan. 1955 hab ich. Wallah, ich auch. Oha. Ich schau auf Koran. Ich hab nicht gesehen, dass okay, ihr könnt euch selber entscheiden, wer höher runter geht. Ich geh runter, 1953. Okay, 1900. Der DFB wurde gegründet 1900. Wallah, ich wollte gerade sagen, ich geh noch weiter runter. Du hast verkackt. Ich hab mich gleich ausgedacht. Ich wüsste es Wolfig. Wolfig! Ich schwör's dir, der war richtig. Boah, der war gut, der war ja. Der war Rippe. Boah, Alter, okay, so spielen wir also. So, die zweite Frage. Loch Ness enthält wie viel Liter Wasser? Was? Das Loch Ness. 3, 2. Warte, ich muss meinen Taschenrechner auch mal runter. Smolik? Alter, jetzt hast du mich übel verwirrt. Ich hab 1200 Liter. Okay, 1200 Liter, das ist sehr gut. In deine Badewanne gehen schon 400 Liter rein. Sinan, sag mal deine Antwort. Hör auf zu korrigieren! Wie viel hast du denn? 1200? Na, so viel du hast 10! So viel, aber 10 Millionen, ja. Wollte ich sagen. Ja. Wallah! Okay. So viel trinken wir dann. Okay. Bruder, es sind 7450 Milliarden. Boah, krass. Ja. Aber 1200 Liter ist auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall sehr gut. Krass, so viel habe ich gestern getrunken nach Bruder, Training. Das Ungeheuer von Loch Ness wohnt einfach in drei Badewannen. Kein Wunder, dass ihr keiner findet. Okay. War fährst du? Ja, war gut. Echt? Na gut. Jeder, der das Boxautomaten-Video von uns noch nicht gesehen hat, der weiß, wie hart Sinan schlagen kann. Ne? Bei ihm ist er ist Kampfsportler. Er ist Kampfsportler. Wir sind keine Kampfsportler, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Du bist Maschine, Bruder. Die dritte Frage. Das menschliche Blut wird im Körper immer wieder gereinigt. Mehrmals am Tag. Wie oft wird das menschliche Blut am Tag im Körper gereinigt? Das ist eine gute Frage heute, gell? Das ist schon gut, ja. Die ist sehr interessant, muss man sagen. Nee, aber ich kann das gar nicht einschätzen. Wirklich. 3, 2, 1, stopp. Sinan? Fünfmal. Ich hab 20. 20. Es sind 300 Mal. Oh. Bismillah. Aber 300 Mal ist heftig. Ich hab ja... Oh, der war hart, Alter. Die erste Schiedsrichterin in einem Fußball-Länderspiel, Schiedsrichterin, war die Neuseeländerin Linda Black. Diese Blonde war klar. Ja. In welchem Jahr? 3, 2, 1, stopp! 2005. Müssen wir zeigen. Achso. 2005, okay?
Sinan? 1995. 1995. Es war exakt 1995. Nein! Small Fick. Du redest gerade mit dem Boss. Krass. Gib mal den Handschuh. Oha. Ich kenne noch mal die kleine Linda. Okay, komm. Es war fast über Plexus. Echt? Fast. Fast. Ich habe gesehen, es war nah dran, aber noch nicht ganz. Fast. Ich hab das war angedippt. Es war gezielt. Kommt zur fünften Frage. In Deutschland gibt es 1417 McDonald's-Filialen. 1417. Wie viel gibt es in Russland? Markus war schon in Russland, der müsste es. Okay. Drei. Warte. Okay. Zwei. Eins. Stopp. Sinan? Nein, nein. Einmal abwechseln. Sinan? 600. 600. Ich habe 2400. Du denkst also, mehr gibt es in Russland? Ist ja größer. Das ist falsch. Es gibt nur 316. Was? Mehr dran. Ja. Die Hälfte von Russland ist gar nicht bewohnt. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wirklich nicht. Tja, denken ist nicht dein Stärkstes. Überlass das Denken anderen. Deswegen bin ich auch Kampfsportler geworden. Da brauchen wir die Denken drauf. Okay, wo war nochmal dein Soda Plexus? Hier. Schlage nur. Ab einer bestimmten Dezibelanzahl kann Schall tödlich sein, weil die Lungenbläschen dann platzen. Weil Dezibel ist ja, also Schallwellen bewegen sich ja, ne, sofort und die platzen dann. Ab wie viel Dezibel? Oh. Nur, er hat einen kleinen Vorteil, wir haben letztens dieses Dezibel-Spiel gespielt, wenn du zum Beispiel jemanden auf den Rücken klatschst, sind das nur 90 Dezibel. Wenn du richtig laut schreist, ne, so weit du klatschst, kommst du vielleicht so auf 120, 125 Dezibel. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Okay. 3, 2, 1, stopp! Small Fick. 850. Oha. Was hast du? 1000. Oha, es ist 200. Was? Ja, ab 200 Dezibel, Bruder. Hey, du hast doch gerade gesagt, auf dem Rücken klatschen 150. Nein, das sind 89. Ja. Wenn du richtig laut schreist, 120 bis 125, habe ich gerade gesagt. Ist on cam, Bro. Krass. Ja, aber da kann doch nicht 200 tödlich sein. Doch, weil die Lungenbläschen dann platzen. Bruder, du darfst dir das nicht vorstellen, dass es linear steigt. Dezibel. Ja, okay. Das ist halt ein wenig, ist egal. Warum ziehst du ich an? Ich hab doch mehr als du. Nein, ich hab 850. Was? Du hast 1000. Ich hab nicht 1000. Ich hab gesagt, ich glaube 1000. Wir sind aber 600 durchgespielt. Ey, das zählt schon, ne? Okay. Jetzt immer dieselbe Stelle am Monachrono, ne? Boah, heute Abend ist mal Durchfall. Zwei. Wir kommen zur siebten und damit vorletzten Frage. Männer finden Frauen durchschnittlich dann am attraktivsten, wenn ein bestimmter. Achso. Okay. Wenn ein bestimmter prozentualer Anteil ihres Körpers unbedeckt ist, seien es Beine, Schultern oder sonst was. Wenn das diese Prozentsatz übersteigt, wird das wieder unattraktiv, weil man sie dann vielleicht für leicht zu haben empfindet oder als. Ist das nicht besser, wenn die leicht zu haben? Nein, am attraktivsten, habe ich gesagt. Okay. So, wenn es zu wenig ist, denkt man sich, ist vielleicht prüde und dann wieder unattraktiv. Mhm. Ein bestimmter Punkt ist, das ist so der Punkt, wo man die Frau am attraktivsten findet als Mann. Mhm. Nach einer Umfrage. Bei wie viel Prozent Unbekleidetheit? Das ist eigentlich dein Fachgebiet. Ja, bei mir, die meisten, die ich ja wegkriege, die haben ja gar nichts an. Bei ihm ist 100, ja. 100% frei. Ja. 3, 2, 1, stopp, Sina. Der erst dran jetzt. Nein, du bist dran. Was ist das für ein Spiel hier? 25%. Was? Das sagst du? Er hat einfach 80%. 80%! Warst du ein Puff oder was? Der war Puff! Der hat einen Puff gedacht! Da hast du wirklich 60%? Ey, die hat nur Unterhose an. Die geht nur mit Unterhose raus. Bruder, aber bei ihm ist normal, als Polizist auch mal so. Machen Sie sich jetzt bitte erstmal untenrum frei. Was ist denn einmal, ziehen Sie bitte Ihr Höschen aus. Aber okay. Was ist die Antwort? Die Antwort sind 40%, er war 15% daneben, du warst 20% daneben. Ja, stimmt. Knapp, aber. Stimmt. Aber 40, ja. Das ist mal okay. Na, 60. Okay. So, die letzte Frage ist sehr einfach. Seid ihr beide bereit? Oh, okay. Die letzte Frage. Ja, ein bisschen leer. Echt? Sorry, Bro. Alles gut, kriegst du wirklich. Die Hauptstadt. Die Hauptstadt des Inselstaats Palau.
Palau, da war Palau ist ein Inselstaat. Ja, da wo ihr geheiratet habt, da. Die Hauptstadt des Inselstaats Palau heißt Melekeok. Melekeok. Wie viele Einwohner hat die Hauptstadt des Inselstaats Palau? Ich mache auf Risiko, ist mega. Okay, Michael? Ich sag nur 5000. 5000 nur? Mhm. Sinan, hör auf zu korrigieren. Ich hab mich korrigiert. Was hast du? 150. Einwohner. Bruder, ist eine Hauptstadt. 150.000, Bruder. Ich kann hier nicht 1000 hinschreiben. Doch, könntest du. Wir bleiben bei 150. Wir bleiben jetzt bei 150. Warum? Ja, weil die nur 390 Einwohner hat. Was? Ja, was jetzt? Was hat er gehabt? 150. Aber du beschießt dich, der zählt es jetzt, sag mal ehrlich. Ja, er hat 150 eingetragen. Er wollte danach seinen Arsch retten auf 150.000 gehen, aber eigentlich seine Intention waren 150. Deswegen okay. Der kennt mich. Okay. Und Walla, das stimmt sogar. Ich lüge nicht, ich schwöre. Okay, ich glaub's dir. Ich hab bei 150 selber gedacht, Walla, soll ich mich selber ficken mit 150, als er dann 5000 habe ich bekommen. Ich korrigiere auf 3000, aber ich gesagt, komm, 150 Risiko. Okay. Aber Mann, komm, Mensch, lieber Tippi hoch, spiel ich merke das. Was ist das? Das war's mit der Folge Richtig auf Faust mit der Premiere Sinan G. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, checkt seinen Kanal aus und seine Songs vor allem. Wann droppt dein nächster? Wann kommt die Folge raus? Keine Ahnung, jetzt am... Oder er droppt jede 2 Wochen, du kannst immer abpassen. Folgt mir einfach. Es kommen immer wieder geile Songs raus, ihr wisst Bescheid. Genau. Checkt's aus, richtig geil, Mucke. Okay. Das war's mit der Folge, vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Checkt den Shop, smolik.de. Und das war's. Nicht checken.